heutiges Thema, den Microsoft oder Windows Support Tool einzurichten oder freizuschalten, wie auch immer man das nennen möchte. Klingt groß, ist aber eigentlich ganz klein. Wir machen es wie üblich. Wir erstellen einen Ordner. Ich füge hier jetzt was ein, das findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist so ein kryptischer Text, den muss man einfügen. Und vor dem Punkt schreiben wir, was auch immer wir wollen. In dem Fall schreibe ich einfach mal Tool. So, wenn wir das Ding jetzt öffnen, stellen wir fest, dass dieser Tool einiges für uns bereitstellt. Erstens, wir haben die Möglichkeit zu sehen, was ist es? Anpassungen, Anzeigen, Anmeldeinformationen und so weiter. Wir haben eine Beschreibung und hier natürlich auch darstellen, was wir suchen. Im Normalfall nutzt das Microsoft, wenn Systemwartungen gemacht werden bei VIP-Kunden, Premium-Kunden, wie auch immer man das nennen möchte. Und hier hat man dann dementsprechend die Möglichkeit, alles auf einen Blick zu haben. Je nachdem, was man sucht, kann man das dann dementsprechend hier raussuchen, einstellen, umstellen, wie auch immer man möchte. Für Nutzer, die das anwenden wollen, um einfach mal zu gucken, wichtig ist, stellt nichts um, von dem ihr keine Ahnung habt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Hier kann man ganz viel kaputt machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche wie immer einen schönen Abend noch.